Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Partie. Heute habe ich mich entschlossen, ich lasse mal den Exklusiv 5 gegen den Supermondial spielen, weil der Supermondial halt ein anderer Programmierer ist. Ich sehe Franz Morsch, Supermondial, während der MM5 Ed Schröder ist. Deswegen wird es für mich nicht so viel Sinn ergeben, den MM5 jetzt gegen den Supermondial 2 spielen zu lassen, weil der ja auch wieder Ed Schröder ist. Das wäre dann quasi Ed Schröder gegen Ed Schröder. Ich lasse mal spielen 15 Minuten für die ganze Partie. Wo hat er die 15 Minuten hier? Level. Time 10. Ich glaube, das sind hier pro Zug 40 Züge, 1 Stunde 45, das ist mir ein bisschen lang. Das ist auch nicht. Das ist Martin 3, 0,30. Ich glaube, ich muss tatsächlich die Anleitung holen. So. Sieht man das? Supermondial. Sieht so ein bisschen vom Optischen aus wie die vom MM4, die Anleitung. Vom MM5, das ist so ein weißes Papier, man nicht so kariert. Das erinnert mich, das ist auch so ähnlich wie das vom Supermondial 2. Das als 40 Züge in. Das ist es auch nicht. Mich wundert, dass hier nicht einfach irgendwo das Komplettbild gegeben ist, wie bei anderen auch. Da ist dann quasi das Brett und dann mit den verschiedenen Spielstufen, die da dann drauf sind. Gesamte spielfolgende Zeiten A4. Enter oder Clear? Ah ja, haben wir es. A4 war das. So. Ich gebe mal dem Supermondial weiß. Das passt jetzt, weil da oben die schwarzen Figuren sind. Und der Supermondial ist, wenn ich jetzt Enter drücke, der spielt automatisch von oben nach unten. D4. C4. C5. Ja, das wird wohl ein Benoni werden. E6. Springer C3. Soll man nach links gucken lassen, wie es bei mir normal ist. D5 schlägt, also alles Normalzüge. C4 schlägt D5. Man kann, das ist eine von den Stellen, man kann theoretisch auch mit dem Springer auf D5 nehmen, um jetzt quasi den Gegner aus der Theorie rauszubringen. Ich spiele einfach Springer C3, schlägt D5. Das ist, wenn man nicht gerade Großmeister spielt, also normale Spielstärke, Vereinsspieler, Bezirksliga, Bezirksklasse oder so, ist das dann durchaus machbar. Dann sind die Gegner so auf die normalen Züge eingeschossen, dass wenn man dann quasi auch nur in Nuancen von der Theorie abweicht, dass die dann häufig nicht mehr weiter wissen. Okay. Das wird wohl jetzt etwas länger bleiben, das scheint wohl eine dieser Hauptvarianten zu sein. Ah.
A6, da will ich wohl A4 kommen. Oh, nichts. Hier kommt A4, um B5 zu verhindern. Und wenn Schwarz dann, als nächstes kommt dann A5 normalerweise, um endgültig auch B6 den Riegel vorzuschieben. Ich meine, da käme B6 sogar drauf, um A5 zu verhindern. C1, G5. Das ist eigentlich nicht normal. Jetzt könnte Schwarz hier eigentlich B5 ziehen. Beim Supermoniak finde ich es sehr schön, dass zwar jetzt sich im Bild hier, so die Ecke davon. Ich wollte, dass ein Brett einigermaßen richtig zu sehen ist, als wenn ich, wenn beide Computer zu sehen sind, H6 und das Ganze ist nicht richtig zu sehen. G5, F4. Mich wundert, dass Schwarz sich B5 zieht, weil die Idee von A6 ist doch B5 zu ziehen. Und die normale Antwort wäre eigentlich A4, um B5 zu verhindern. Allerdings ist das ein bisschen inkonsequent hier. Schwarz spielt nämlich erst A6, worauf A4 normal wäre, um B5 zu verhindern. Und wenn Weiß es dann nicht verhindert, spielt Schwarz trotzdem kein B5. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, um Springer B5 zu verhindern. Wobei D6 eventuell schwach wäre. Momentan geht sowieso zum Beispiel kein Springer D7, weil dann der Bauer hängt. Was ich bei ihm sehr schön finde, ist hier, dass er zwei Displays hat. Die sind zwar kleiner als das hier, aber man hat trotzdem derer zwei. Und die haben auch verschiedene Funktionen, weil oben steht F3D2 und unten steht 13-15. Was soll immer das so bedeuten? Ich glaube jetzt nicht, dass das Suchtiefe 13 ist. F3D2. Finde ich nett, dass hier beide Displays verschieden genutzt werden. Ja klar, sonst wird es da keinen Sinn ergeben. Ich habe das ja mal versucht. Wenn man hier zwei verschiedene Display-Module reinmacht, dann funktioniert das nicht. Dann hat das keinen Effekt. Vielleicht war es damals auch zu absurd. Der Gedanke, dass sich jemand ein zweites Display-Modul holen würde, vor allem weil das Eröffnungsmodul ja auch einen Steckplatz wegnimmt, dann müsste man das Eröffnungsmodul ja quasi, der hat hinten noch einen Steckplatz drin, quasi da reinmachen. Und hier noch ein zweites Display-Modul, das in der Mitte das Modul wäre, hier die Display-Module mit verschiedenen Anzeigen dann. Vor allem muss man ja auch bedenken, dass diese Geräte von damals das Programm in der Hardware hatten. Das heißt, man musste schon das EEPROM austauschen, um die Programme zu tauschen. Das ist ja nicht, das vielleicht wäre heutzutage machbar, dass man einfach eine Micro-USB-Karte da drin hat und so einen kleinen USB-Eingang hier, dass man dann updaten könnte. Kann man das eigentlich mit dem, diese Revelation, die kann man doch bestimmt updaten mit USB oder so. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man dann andere Engines da drauf machen kann. G4E3. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Bedienung der Drucksensoren hier besser geht als beim Millennium Chess Genius. Dame D7. Deckt sich beides. Ja, Turm F5 schlägt, wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr optimistisch. Dame schlägt, Dame B7 schlägt. Aber wo will der Springer hin? Würde das vielleicht deswegen... Achso, Springer D7. Ja doch, ja, ist ja durch die Dame gedeckt. Und dann E4. Da müsste die Dame schon nach G4, um den Springer gedeckt zu halten. Dann H3, Dame G3 schlägt, Dame D7 schlägt. Das wäre zumindest kompliziert, Dame B7 schlägt. Turm F5 schlägt. Turm F5 schlägt, Dame F5 schlägt, Dame B7 schlägt, Springer D7. Und dann mit E4 die Dame angreifen. Die müsste wohl nach G4 gehen, der Springer muss ja gedeckt bleiben. Dann H3, Dame G3 schlägt und dann den Springer schlagen.
Ich frage mich, was diese 13,3 bedeutet. 13,03. Der hat doch keine Rechentiefe von 13 Halbzügen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. D7C8. Jetzt ernsthaft? Und warum kommt jetzt nicht Springer B6? C4. Die Dame hat doch bestimmt irgendwo ein Feld. D2 schlägt C4. Das sieht mir doch etwas merkwürdig jetzt aus. C8, C5. B6, A8. Entweder, wie zeigt er sich denn an hier? Minus 5,58. Wow. Das ging jetzt aber ganz schön schnell hier, muss ich ehrlich sagen. F5, G4. A1, C1. Man braucht also nicht unbedingt Fritz dafür. Es reicht schon der Urahn hier. Supermondial ist ja auch von Franz Morsch. G4, E2. F1, E1. Das geht ja relativ flott jetzt hier. Der Springer will von irgendwann nach B6 ziehen, dann ist das der ganze Turm. Hier könnte ich mir vorstellen, schlägt jetzt der Turm C1, C4. Dame A5. Greift ihn an. Oder Turm C1. Und was soll auf... Ja, auf lange Sicht könnte dann... B8, D7. Und was spricht jetzt gegen Springer C7 zum Beispiel? Dann ist der Springer doch... Ja, bei dem fehlen einfach auf Dauer Felder. Turm C8 wäre aber denkbar. Turm C8, Turm schlägt, und wenn der Turm schlägt, fällt der Turm mit Schach. Deswegen also nichts mit sofort Dame Schach. Turm C8 deckt den Springer ab. B3, B7. Ach, der ging auch. Ich mache das wieder, wie ich das immer mache. Sobald Mephisto Resign schreibt, sehe ich das als Partiegewinn an. Also ich werde hier nicht irgendwann machen mit Dame, Turm gegen König oder so bis zum Matt spielen. Sobald er aufgibt, ist das dann offiziell. Das hat mich jetzt auch überrascht, dass hier... Das ging ja relativ flott. B7, B6. Das ist der ganze Turm. Ein ganzer Turm weniger. Was ein bisschen schwach wäre, wie vielleicht B2 zum Beispiel droht als nächstes zu fallen. Dann könnte Schwarz wird wohl zumindest Bauern bekommen. Ach egal, ich weiß es nicht. Minus 5,14. Überraschend, dass das so schnell ging. Es wundert mich auch, dass der Springer B6 gar nicht gesehen hat oder im Suchhorizont gehabt hat. B2, B4. Die sollen jetzt aber bitte nicht anfangen, in Not gegen Elend Schach zu spielen. Jetzt wäre der Springer wieder weg. Auf A8.
Ein bisschen verwickelt die Stellung. A8, C7. Sieht so ein bisschen so aus, als würde er jetzt die Qualität geben, um die Figur wieder rauszukriegen. Dass er dann zumindest die Figur mehr hat. Damit hat er MM15 oder Exklusiv 5. Ach, Exklusiv 4 ist das. Nicht Exklusiv 5. Damit hat er Exklusiv 4 zumindest geschafft hier. Ich komme schon selber durcheinander. Der 5er ist ja im Modular. Das ist der 4er, ist das, der Exklusiv 4. Ich glaube, das 4er-Modul war damals, als ich die schon mal gehabt habe, also das sind nicht die Geräte, die ich damals hatte. Da war der 4er das erste, ich meine zumindest das erste Modul, was ich mir gekauft habe. Dafür. Ich hatte den Modular 1 erst gebraucht gekauft, C1, F1. Den Modular 1 und habe mir dann. Was habe ich mir denn erst den MM4 gekauft? Weil ich hatte so viele Module. Ich hatte auch den B plus P und den Rebell. Aber ich meine, die waren im Nachhinein. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich die her hatte. Ich muss aber auch dazu sagen, das war so die Zeit, als die Geräte noch aktuell waren. Und das heißt, das konnte schon mal durchaus vorkommen, dass man im Kaufhaus. Dann, das war die Zeit, als die Schachcomputer noch in den Kaufhäusern standen. So wie heute die Spielekonsolen, so Anspielstationen für diese Konsolen, wo man da quasi auf der PS4 oder sowas, FIFA oder sowas spielen kann im Fachmarkt. So war das damals ja auch so ungefähr. Da standen dann die Schachcomputer. Dann konnte man da auf so einem Tisch, dann so eine Handvoll Schachcomputer so, oder einer oder so, da konnte man dagegen ein bisschen spielen. Und das kann sein, dass in der Zeit natürlich auch hier noch zu günstigeren Preisen Rebell und sowas, diese Module noch verkauft wurden. Heutzutage meint man hier, ich habe Rebell schon mal gesehen, das Modul, da wollten die mehr für haben als für den MM5. Das hatte mich schon ein bisschen gewundert. C7, A6. Jetzt könnte auch dieser B-Bauer sehr schnell werden. Das fehlt ja nicht viel bis zum Ziel. Reimt sich sogar. Was sich reimt, das stimmt. Laut. Wie hieß denn noch? Die Lego Movie, glaube ich. Ja, ist ja jetzt 4,52. Ja, dadurch, dass es ja vorher der Turm war und dann, aber irgendwie sieht das doch, alleine das mangelnde Gegenspiel lässt eigentlich wenig hoffen. Was könnte man überhaupt theoretisch machen? Turm C8 und dann ein Turm C2? Mit diesen Mattdrohungen hier. A6, B8. Sollte man vielleicht versuchen. Jetzt Turm C8. Das Gegenspiel kriegen. Meinetwegen Springer D7, da kommt auch Turm C2, dann droht schon das Matt auf G2. Genau, Turm. Irgendwie muss man jetzt das Gegenspiel finden. Das ist hier. Das hat einfach keinen Zweck hier, das jetzt so passiv zu spielen. Es würde natürlich Turm Dame B7 kommen. Und wenn der Turm dann gedeckt wird, vielleicht zieht er dann auch wieder nach F8 zurück. B8, C6. Das ist natürlich auch eine Methode. Die Linie schließen. Dann würde es jetzt Turm A8 kommen. Es droht sowieso die Gabel. Aber da kommt Dame B7, da muss wieder F7 gedeckt werden. Das scheint wohl doch hier. Schwarz hat einfach zu wenig Gegenspiel und Weiß hat zu viel Spiel, was er machen kann. Es droht die Springergabel auf E7. Ja, die hier. Dann wäre der Turm weg, wollte ich schon sagen. Wieso deckt er das nicht? Dann hat er doch wieder eine Figur, wieder einen Turm weniger. Einfach die Springergabel und dann den Turm nehmen. Springer E7 Schach, was spricht dagegen? Ist er noch weiter in den Keller gelandet? Ach, noch weiter. Also hat er schon gesehen, dass es geht. 6,42 oder was minus.
C6, E7. Ja, das war so ein bisschen die einzige Hoffnung, die Schwarz noch hatte. Mit dem Turm nach C2 kommen, Gegenspiel spielen. Vielleicht wäre auch gegangen Turm A8. Aber es droht ja immer Dame B7. Und auf F7 schlägt Schach. Wenn dann Turm A2 kommt. Dame F7 schlägt Schach. Ja, wo kann der König dann hin? Hier nach H8. Und dann gut, dass der schwarze Läufer dann noch gestanden hätte. Vielleicht überlebensfähiger als das, was hier ist. E7, C8, dann ist er jetzt auch weg. Er hat noch geguckt, ob noch was Besseres drin war. Dame nimmt, jetzt hat er wieder den Turm weniger, den er vorher auch weniger hatte. Dame C6 würde auch gehen. Wenn er geschlagen wird, dann die beiden Bauern machen dann einfach das Rennen. B5. Es fehlt einfach das Gegenspiel, das kann man jetzt wegschmeißen. Mich wundert, dass er nicht minus 9,99 anzeigt, minus 6,7. Es gibt kein Gegenspiel. Der schwarze Läufer, da steht alles, was wichtig ist, steht alles auf weiß. Und was will Schwarz denn spielen? Mit der Dame hin und her tanzen, das droht ja noch nicht mal was. Der Läufer deckt den Turmpunkt. Dadurch ist auch hier, die schwarzen Felder sind gar nicht relevant hier. Und selbst H4, H3, so eine Notaktion würde nicht funktionieren, weil Schwarz kann einfach nichts gegen diesen Punkt decken, drohen. B6, C6, kommt der, den ich prognostiziert habe. Zack. Er nimmt einfach mit dem B-Bauern, wenn er die Damen tauscht. Und dann König F8, E7, Bauer durch. Dame D8. Minus 6,83, also noch nicht minus. Sobald sich Weiß eine Dame holt und mit der Dame mehr steht, mit Dame Turm dann mehr dasteht, beende ich die Sache und mache die nächste Partie. Dann hat es wirklich keinen Sinn mehr. Eigentlich hat es jetzt auch schon keinen Sinn mehr, es fehlt das Gegenspiel. Ich wüsste nicht, wie Schwarz irgendwie noch irgendeine Art von Gegenspiel aus dem Hut zaubern will. Läufer D4, ja. Mit der Idee Läufer A7, dann B8 decken. Vor allem, das Reich geht ja noch nicht mal. Es folgt B7, Läufer A7, da kommt Dame Schach. Da fehlt die Zeit für. Ja, und das bringt nichts. Und jetzt kommt hier Dame C8. Und dann ist nichts mehr zu decken hier. Es droht dann auf die Dame geschlagen zu werden. Wenn er nimmt, nimmt er sich eine Dame. Läufer B6 wird auch die Dame geschlagen. Und dann, da kann man sich auch sofort eine Dame holen. Das ist eigentlich total pleite. Dame F8, ja. F1, A1. Die Dame ist jetzt gefesselt am König. Deswegen ist die schon mal inaktiv. Deswegen, ja. Das ist auch der Grund, warum Weiß ich jetzt Zeit lassen kann und gar nicht tauschen muss. Läufer B8, damit wohl jetzt der Turm nach A8 kommt. Da muss doch irgendwann auf minus 0,99, ach hier, minus 0,99 resign. Damit ist jetzt hier die Geschichte für diese Partie beendet. G8, G7. Ja, ist hier. Meinetwegen Damentausch, Turmschlagen, da fällt ja jetzt alles. Nächste Partie. Wir wollen ja nicht hier solche Totgeburten weiter, also so eine total kaputten Partien weiterspielen. Das hat ja keinen Sinn. Wie gesagt, wie erwähnt, wenn Mephisto aufgibt, ich hatte erst gedacht, warum habe ich gedacht, ach, weil ich den Fünfer auch schon mal hier drin hatte. Im Exklusiv. Ich hatte mir zuerst ja gekauft bei diesen Nachkäufen. Also das erste Gerät, was ich überhaupt gekauft habe, war der Exklusiv 2. Also dieser hier mit dem Modular 2 Modul drin. Dann habe ich mir gekauft das 5er Modul, das MM5 Modul. Habe das hier reingemacht. Fand das aber schade, dass das
MM2-Modul. Wenn dann quasi nutzlos in der Ecke lag. Und deswegen habe ich als nächstes dann das den Modular gekauft. Also nur Modularbrett. Ich weiß gar nicht, ob da Einschübe dabei waren. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, das wäre nur das blanke Brett gewesen. Ich hatte ein Display-Modul hatte ich noch von damals. Und ein Leermodul hatte ich auch noch von damals. Und ein Öffnungsmodul kam hier noch mit rein. Deswegen war er dann der MM5 mit dem Display-Modul, was beim MM2 dabei war. Ne, das ist das, was ich damals noch hatte. Plus dem Öffnungsmodul. Und der MM2 ist mit dem Display-Modul, was dabei gewesen ist, dann in dem Modular verschwunden, mit dem Leereinschub. Aber ich meine, für den MM2 gibt es auch ein Öffnungsmodul, aber das hat jetzt auch nicht so bahnbrechend viele Öffnungen. Dass man jetzt sagen müsste, das erweitert das jetzt unfassbar. Das ist ja nicht so, dass jetzt das Eröffnungsmodul den MM2 meinetwegen 60.000 Positionen erweitert hätte oder so. Ich weiß jetzt aber auch nicht wie viel. Auf jeden Fall, ich meine nicht so viel wie der MM5. Das sind 24.000 Positionen, die das erweitert. Ein Level A4 war das. Enter. Jetzt müssen wir eine Revanche müssen wir schon mal geben hier. Deswegen kriegt er jetzt weiß. Warte mal, hat er nicht gerade auch... Er hat doch Benoni mit Benoni gewonnen. Stimmt. Er hatte ja schon sogar schon weiß. So, demnächst... Ne, ich hatte ihm weiß gegeben. Stimmt, er hat ja... Meine, hallo, das fließt ja wirklich durch mein Gehirn durch. Er hat doch gewonnen hier. Deswegen kriegt er jetzt weiß. Hilfe. Er hat mit Benoni verkackt. Ich vergesse während der Partie schon, wer was hat. Ist das ätzend. C5. Was ich an ihm übrigens schön finde hier, das geht bei dem Genius zum Beispiel, ich wüsste nicht, wie das geht, muss ich mal nachgucken. Er spielt jetzt Springer F3. Das macht er jetzt nur, wenn ich jetzt diese Pfeiltaste drücke, er hat nur diesen Zug. Wenn er jetzt Varianten zur Verfügung hätte, andere Züge, dann würde er andere machen. Ich bin so bei der Sache hier. Ich weiß noch nicht mehr, wer welche Farbe hat. Das ist ja grausam. Schön würde ich es finden, wenn er jetzt Drache spielen würde. Also Supermonial hat schwarz. Meine Güte. Dann hat der MM4 natürlich den Benoni verkackt. Das ist einfach, wenn du A6 ziehst, dann muss einfach B5 kommen. Das ist ja der Sinn von A6. Oder A6 ist, ja, das ist, könnte auch der Sinn sein, Springer B5 zu verhindern. Läufer E3. D1, E2. Damit C7. Große Rochade. Das ist ja interessant. Als ob er wüsste, dass er sich jetzt hier revanchieren muss. Am besten nur so Schildchen hinstellen, auf Pappe schreiben. Bei den Seiten hier, wer am Zug ist. Vielleicht hat mich das so ein bisschen irritiert. Dass hier weiß oben war und hier nicht. Deswegen, klar, ich habe ja weiß oben gelassen, weil er der Supermondial, wenn man nur Enter drückt, mit weiß immer von oben nach unten spielt. Dafür hat er für sein Eröffnungsmodul hat er MM4 aber dann den Benoni ganz schön schlecht gespielt. C6, D4. So, das ist auch häufig so, dass wenn eine Partei weniger Varianten hat, dass die automatisch eine andere Computer da aus der Theorie rausgehauen wird. Und dann ist es noch gar nicht mal so fest und klar, dass er dann
ja, wirklich dann meinetwegen weiter auf Theorie spielt und die besseren Züge macht. B5. Läufer B3. Ich glaube nicht, dass das Theorie war. Das war wohl nur der einzige für ihn logische Zug. Läufer D3 wäre auch noch machbar gewesen. Ich glaube aber nicht, dass das so ratsam wäre, jetzt schon zur Attacke anzugehen hier. Man sollte vielleicht zumindest rochieren. C8, B7. Naja. Manchmal kann ich die Logik dieser Geräte nicht nachvollziehen. Aber Läufer D7, hätte der besser gestanden? H4. Auch interessant. Was wäre jetzt besser? H5, Läufer H6 oder Läufer E7? So mit der Idee H5, Läufer H6 und dann König E7. Und dann Turm HC8. Ja. Ich fand Läufer D7 eigentlich besser, weil dann ja, B5 wäre dann auch nicht so wirklich gedeckt gewesen. Man hätte zumindest überlegen können, A5, dann Springer, Läufer nimmt Dame im Schach, König E7. Und dann den Turm nach C8, den nach B8 auf die offenen Linien spielen. Also so auf die offenen Linien. Wieso erkläre ich das da? Auf die offenen Linien spielen. Man sieht das, ich erkläre es auf dem Supermondialbrett. Den sieht man noch gar nicht. Also diesen A5 nach Läufer D7. Den Bauern dann geben, tauschen König E7 und dann mit den Türmen auf die Linie. F8, H6. Er macht den so, weil es mit Schach ist. Der ist ja ungefähr so wie diese Reihe. Also eine Reihe, die daneben steht quasi. Das heißt, für den Modular ist er ja das Gegenspiel, wenn man es so nimmt. Und für den Exklusiv wäre das Gegenspiel der Monte Carlo. Ich weiß nicht, ob der Monte Carlo jetzt so eine Holzversion in dieser Größe ist oder ob der ein bisschen größer ist. Und der Mephisto Academy wäre dann quasi ja, so eine Art Gegenstück für den München. Wo ich mir logischerweise nicht vorstellen könnte, dass der Mephisto Academy jetzt so eine Münchengröße hat. Ich könnte mir vorstellen, der Akademie. Wie groß könnte der sein? So. Ich glaube noch nicht mal so groß wie der Exklusiv. Ich weiß es aber nicht. Die Figuren sehen so ein bisschen aus wie vom Exklusiv vom Akademie. Ich habe nie einen gehabt, deswegen weiß ich nicht, wie groß der ist. Kann ich auch nicht einschätzen. Der scheint ein bisschen unternehmungslustiger zu sein, der Supermondial. Dame H5, das ist interessant. Ich hatte eigentlich vermutet, der Springer würde nach A4 ziehen. Das hatte ich des Öfteren mal gesehen. Das, ich dachte, MM5 ist das. Der neigt dazu. Da hatte ich letztes Mal eine Partie gespielt. Oder war das der Genius Pro? Der neigte nämlich dazu, den Springer nach A4 zu bringen. Da kam erst Springer A4, da kam B5, der Springer ging weg. Dann kam B4 und der Springer ging wieder zurück nach A4. Ich meine, da war es A5, aber der hat wohl so die Neigung, B6 decken zu wollen. B4, C3. Er sieht wohl keinen Bedarf mehr für den Läufer. Und jetzt vielleicht B2 schlägt. C3, B2. Das haut ja zumindest schon mal eine Bresche in die weiße Position rein. B1, B2. Ja, inwieweit das jetzt so notwendig gewesen ist, den zu nehmen, ist ja quasi auch ein Schutzschild. Solange der nichts droht, kann man den auch als Schutzschild nehmen, den Bauern. Vielleicht besser den E-Bauern decken mit F3.
Auf Dame C3, was soll's? Turm D3. B7, E4. Ich finde das deswegen nicht so gut, den genommen zu haben. Also wenn der abbauen und dann marschiert, dann ist eh bald das erste Problem, da jetzt roter Turm zu fallen. Turm G8. Das ist quasi der Uranfang von Fritz. Supermondial. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Explorer Pro spielen lasse. Der hat ja auch Franz Morsch. Der hat aber sehr wenig Eröffnungen mit 6000 Positionen oder so. Außerdem hat der auch 20 Me oder 16 Megahertz, ich weiß das gar nicht. Der hat so ungefähr die gleiche Megahertz-Zahl wie er. E4, C6. Turm HI1. Droht das eventuell jetzt zu opfern? Läufer E6 schlägt, Bauer E6 schlägt, Turm E6 schlägt, König D8, Turm D6 schlägt, König C8, Turm C6 schlägt, D6, D5. G2, G4. Ich hatte jetzt gedacht, er will es reinhauen. Ich weiß nicht, ob Turm. Ich glaube nicht, dass Turm E6 Stich gegangen wäre. Bauer, Dame E6, Turm, König F8, Dame F6 und dann Dame dazwischen. Läufer D5 schlägt, hatte ich mit gerechnet. Läufer Stich, Turm schlägt. Turm Schach, König A1. Damit hätte ich so, habe ich so gerechnet. Aber G4? Sehr angriffsfreudig ist er nicht. A8, B8. Dame F6. Das ist aber sehr positionell, dieses Schach. G8, H8. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Warum deckt er sich jetzt den Bauern? Obwohl, wie will er angreifen? Schwarz hat sein Pulver quasi verschossen. Da ist nichts drin. Weiß hat die beiden Linien. Steht recht aktiv, aber ja gut, wenn ich Zar 7 gefallen wäre, wäre dann Haber auch schnell geworden. Der hier. Das wäre auch schwierig geworden. H6, G7. E8, E7. Das könnte tatsächlich eine Gewinnpartie für den MM4 werden. König A1. Ich weiß nicht, inwieweit diese Züge wichtig jetzt sind. Hier, soll Läufer D5 schlägt jetzt doch noch drohen? Die Dame deckt ja die Diagonale. Also Dame C3 Schach, Dame E5 Schach sind eh nicht möglich. Der deckt ja auch noch der Turm. Aber vor allem Dame C3 Schach ist jetzt nicht möglich. C6, B7. Schwarz schafft es tatsächlich, sich immer passiver aufzustellen. Was soll denn nach Läufer D5 schlägt kommen? Dame C2 schlägt? Dann kommt doch Turm E6 schlägt Schach. Der Bauer ist ja gefesselt. Und dann müsste alles zusammenbrechen. Läufer D5 schlägt? Er macht er tatsächlich. Läufer D5 schlägt. Jetzt lässt er sich nicht ein zweites Mal bitten. Wie gesagt, C3 ist gedeckt, also Läufer schlägt, Turm schlägt, es droht kein Dame C3 Schach. Was natürlich, wenn es denn gehen würde, zum Matt führen würde. Aber da ist ja nichts zu befürchten. B7, D5. Den muss er wohl entfernen. D1, D5. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das spannender, solche Partien hier. Als wenn da so hochpositionelle Schachcomputer spielen, die irgendwie in einer geschlossenen, langweiligen Stellung irgendwo ein Tempo rausholen und dann irgendwann einen Bauern gewinnen und das Endspiel dann irgendwie kryptisch dann mit einem mehr Bauern gewinnen. Das finde ich dann doch eher ein bisschen öde. Man will ja auch ein bisschen unterhalten werden. Ist ja hier nicht wie in alten Rom, aber was soll das jetzt bringen? Warum nicht damit C2 schlägt gleich? Ich könnte mir aber vorstellen, dass Schwarz schon kaputt steht. Ich weiß zwar nicht wie, aber könnte ich mir vorstellen.
Aber sowas wie Turm E6 schlägt, König E6 schlägt, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas folgen würde. C4. Okay. Es fehlt das Folgeschach. Vielleicht damit C4 schlägt. Und dann geht ja tatsächlich Turm E6 schlägt. Weil König E6 schlägt, ist dann hier, Dame matt. Also damit C4 schlägt, Turm E6 schlägt, der Bauer ist gefesselt, König E6 schlägt, Dame matt. Das ist natürlich auch schon eine Drohung hier, A6, A5. Er muss E5 decken, damit das matt nicht droht. Wie wäre es denn jetzt mit G5? Dame F6 Schach drohen. Wenn der Turm dann auf die 8. Reihe zieht, hängt dieser Turm mit Schach. So, diese Idee. Er kann den Baum wieder nicht nehmen, weil immer noch Turm E6 schlägt und Dame E5 matt droht. Was sagt er denn hier? C4, C5. G5, sehr gut. Er ist im letzten Moment noch umgeschwenkt auf G5. 2,37. Es droht Dame F6 Schach. Aber was will er jetzt machen? Der König kann ja nur noch, theoretisch kann der König nur noch E8. Da fällt der Turm gleich mit Schach. Und was sonst? Schachgebot hat er nicht, damit C4 ist immer noch nicht gut, wegen Turm E6 schlägt Schach. C7, F4. Turm A5 schlägt. H8, D8. A5, A7, das ist. Hier steht da Pünktchen, 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 aber das steht wohl nur für das Schachgebot. Das scheint jetzt der MM4 wieder zu gewinnen. Ich will jetzt aber nicht hier Tischtennis mit der Bratpfanne spielen. Und dann macht diese zwei Partien und wenn der halt gewinnt, dann steht es halt unentschieden. D8, D7. Das Beste, was Weiß eigentlich hat, ist, dass der die Dame auf G7 hat und diese Diagonale deckt. Aber Schwarz hat ja zumindest diese ganzen hochgradigen Drohungen alle umschifft. Obwohl jetzt natürlich auf Dauer die Bauern natürlich das Rennen machen könnten. Wie ja vermutlich auch werden. Und ich frage mich, was da groß zu überlegen gibt. E7, D7. Vielleicht, ob er dann kurzzügig matt geht. Turm D1 Schach. Ja, und jetzt wieder König E7. Zumindest eine interessante Partie. Finde ich zumindest. Es hängt ja jetzt C4, jetzt vermutlich wirklich. Dame D4. Na, und jetzt ist wohl doch allmählich hier die Sache vorbei. Er muss schon ins Endspiel gehen und hier ist 3 gegen 3 und dann einfach die beiden Freibauern. Der König kann auch nicht wirklich aktiv eingreifen. Ja, E5 wäre möglich. E5, Turm E4 und dann König D6 oder E5, Turm D5, Turm C4 schlägt. Ja, der König muss jetzt aus der Festung raus. Es hilft ja nicht König E6 und dann F4, F6, F6 schlägt Schach, dann hängt E5 mit dem Bauern wohl. Das Ganze ist natürlich auch nicht einfach. Aber wie gesagt, sobald der A-Bauer rennt, wird's schwierig. E7, E6. Er macht tatsächlich diesen Königszug ran. F4 würde ich sagen. Kostet er sich noch einen Bauern? Oder verlässt er sich auf König F5? Also F4, F6, F6 schlägt, König F6 schlägt, E5 schlägt, König hier F5. Und wenn er Turm dann wegzieht, hängt er. So mit der Idee. A1, B2. König will auch noch kommen. Vielleicht König F5, aber was soll das drohen? Hm.
E6, D6. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er auch aufgibt. Ob da auch Resign steht. Gleich Info-Falltaste. Ja, hat er. Er zeigt aber keine Bewertung an. F4. E5, F4. Ich hatte eigentlich gehofft, er hätte ganz gute Karten, weil er recht aktiv stand. Und das verflüchtigte sich wohl dann allmählich. Jetzt fehlt er noch. Man muss aber auch zugeben, dass bei diesen älteren Geräten das durchaus noch möglich ist, dass das Remis wird. Das waren keine Endspielgranaten. Ja, könnt ihr jetzt in. Was ist denn ein Erbauer? Turm A7. Und dann. Ja, dann kommt hier König B3 oder. Ja. Kann er den Erbauern geben und dann auf F7 nehmen. Weil, wenn er hier nimmt, er fällt, dann wird er auch noch schwach. Dann hat er wirklich bald hier 3 Minusbauern. 6,45. Ich glaube nicht, dass das die Bewertung ist. Weil er hat 2,24. Ich muss aber ehrlich sagen, dass vom Spielstil her, vom Aufbau her und so, mir die besser gefallen als der Genius. Der spielt so eine Art Positionsschach. Der dürfte aber die Endspiele besser spielen als die Geräte hier. H7, H5. H7, H5? Jetzt ernsthaft? Okay. Und was macht. Ach ja, ja, ja. Er kann nicht in Passant nehmen, weil der Turm hängt. H6 schlägt und dann ist einfach Turm F6. Und auf Turm H6. Ja, was kommt auf Turm H6? Interessante Frage. Ist da nicht einfach der Bauer weg? Ein Bauer ist ein Bauer, denn ein Bauer ist ein Bauer. C7, A7. Ja, die Frage ist, wie wichtig ist der A-Bauer? Nach Turm A5 schlägt, Turm A2 schlägt. Das wäre jetzt zu müßig, jetzt mit Turm König B3 zu decken. Dann wird schon das Schach kommen. Und damit ständig werden, wenn er Pech hat, werden die Bauern abwechselnd angegriffen. Mal den Bauern, mal den Bauern. Das macht er auch, er gibt jetzt den Bauern. Dann wird der König ja eh nur hin und her wandern. Ich frage mich, was. Also 5,33, das könnte tatsächlich eine Art von Bewertung sein. Weil der Wert verändert sich nicht. Sonst würde sich der Wert. Ach, das ist die Zeit, ist das. Hilfe, meine Güte, jetzt geht's los. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Aber warum zeigt er keine Bewertung an? Wenn ich auf Info drücke. Dann sind Züge. Dann die Falltaste rechts, Züge, Züge und dann folgen keine Züge mehr. So. A2, F2. Wie würde das denn stehen? Info. Zugvorschläge, Hauptvariante, Zugzähler, Spielphasen, Anzeige der gerade berechneten, neues Spiel, Bedienung, Eingabe von Zugfolgen. Hat dann. Doch, das hat er hier. Die Schachuhr, Stellungseingaben, Bedienungsinformationsmöglichkeiten, H5.
Okay, da kommt wieder aus der Pistole geschossen. Turm F5. Turm G7. Sehe ich hier gar nicht. Rechentiefe und Stellungsbewertung. B1. Das ist alles A. A. Nochmal A. B6 schon. B1. Info plus Bauer 1. Rechentiefe und Stellungsbewertung. Info. Jetzt kommen wir. F2. Info. Info, Info, Info. Minus 3,34. Das ist die Info Bauer A1. Da muss man erstmal drauf kommen. H6. E5, E6. Ja, will natürlich auf H7 nicht einfach den Bauern spucken, weil der Turm dann die Reihe wechseln muss, also nach H2 muss und dann fällt der Bauer. Das droht jetzt nicht, aber es wird auf Dauer kaputt sein, aber man weiß ja nie. C5. Da rennt der zweite Bauer. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, wenn er jetzt den Bauern abholt, dass er schon den Turm geben kann und G6 zieht und dann den Bauern zur Dame zieht. F2, F5. Warum kommt jetzt nicht einfach H7? Das bringt doch auch nicht. Also kommt Turmschach und dann Turm H3. Ich nehme an, der König soll nach B5, weil dann kommt auf H7 nicht mal dieses Schach. Dann kommt H7, er hat keine Schachgebote und der Bauer zieht zur Dame. Er wird wohl jetzt irgendwie wieder zurück müssen. Nach F2 oder so, um wieder rüberschwenken zu können. F4, F2. Ja, jetzt kann ich einfach C6 ziehen, dann gibt er Schachs. Der König müsste sich auch irgendwo verstecken können. Okay, König A6. Jetzt kommen schon allmählich diese kryptischen Züge hier. Was wäre mit Turmschachs? Und dann... Wenn der König sich auf der C-Linie versteckt, dann kommt der Turm zurück nach F2. König B7. Die neigen wirklich zu merkwürdigen Zügen im Turm ins Spielen. Ja gut, der Bauer soll durchmarschieren, aber das, durch die Turmlinie geht das ja eh nicht. Jetzt muss wohl ein Turmschach kommen. Der Bauer muss auf die, der König muss auf die C-Linie gezogen werden. E6, D5. Turm F7, König C5, G6. Sind dann die Bauern nicht schon durch? Kann ich einfach F7 geschlagen werden? Was kommt denn auf Turm F7 schlägt? Ja, genau. Da holt sich einfach zwei verbundene Freibauern. Hier macht sich wieder. Ich meine, er kann auch aufgeben. Wenn das der Fall sein sollte und der Supermondial gibt gleich auf, schreibt auch Resign auf Info A1, dann mache ich das so, dass ich das, dass ich die Aufgabe akzeptiere. Ich nehme Ihre Entschuldigung zur Kenntnis. Beziehungsweise in diesem Fall, ich nehme Ihre Aufgabe zur Kenntnis. Und was jetzt? Der Turm muss nach H2. Da kommt der nächste Bauer einen Schritt vor.
Ja, es geht natürlich auf G7, können wir natürlich. Ja, gut, geht auch nicht. G7, Turm. Hallo. G7, Turm schlägt, Dame. Und dann ist es trotzdem. Möchten Sie aufgeben? Minus 7,93. Also er weigert sich noch hier. Er schreibt 9,05. Aufzugeben. Turm H7. Und einfach Dame. Wo haben wir sie denn hier? Dame. Minus 9,96. Er gibt also noch nicht auf. Minus 9,99. Er schreibt aber nicht Resign. C5, D4. Info A1. Weiter macht er da nichts. Da sind wieder die Züge. Info hierhin. Ist auch nichts. Info C3. Heißt das Endgame? Nummer 58? Der schreibt aber nicht irgendwie Resign oder so. Dann muss er leiden. Ja, und hier fangen die Geräte dann an, großartig rumzurechnen. Kommt jetzt König D5? Mich würde mal interessieren, ob dieser Chess-Genius Pro, ob der mit Springer Läufer matt sitzen kann. Was ich übrigens noch nie auf dem Schachbrett hatte. Weder in Online-Partien noch irgendwie in Blitzpartien oder Turnierpartien. Ich hatte noch niemals König Springer Läufer gegen König. Das gibt auch so ein Video. Da spielen zwei Großmeisterinnen, die spielen im Turnier. Und die eine hat dann Springer Läufer gegen König, hat sie da tatsächlich auf dem Brett. Die schafft das aber nicht, das zu gewinnen. Da ist die Partie hinter Remis, da läuft sie quasi mit hochrotem Kopf, nimmt die ihre Sachen und ihre Jacke und geht, verschwindet so schnell sie kann. Oder Läufer. Das gab mal eine, jetzt will ich aber den Namen nicht nennen, der haben die versucht, im Verein das zu zeigen, wie man mit Läufer, oder war das Springerläufer? Kann sein Springerläufer gegen König. Haben die ja versucht, das zu zeigen, wie das zum Matt führt, und die hat das aber nicht. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Die hatte das dann wirklich in dem Turnier und hat das dann auch nicht geschafft zu gewinnen. Das ist gar nicht mal so einfach. Das sind so Sachen, die hast du ja nie. Wann hat man mal Springerläufer gegen König auf dem Brett? Das habe ich noch nie gehabt. Ich wüsste auch so nicht Partien, die ich mal nachgespielt hätte, wo das der Fall gewesen ist. Vielleicht, weil die einfach vorher schon aufgeben. Was jetzt damit? König C3. Dame B3 Schach. Matt. Ach, leck mich. Matt. So, das war's dann für heute, für diese Partien. 1-1. Und spannende Partien, muss ich ehrlich sagen. Mit merkwürdigen Entscheidungen, dass er sich hat den Turm so einfangen lassen in der ersten Partie. Das fand ich doch ein bisschen merkwürdig, dass er das nicht hat kommen sehen. Das war wohl einfach eine taktische Schwäche. So, ich bedanke mich und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Also Mephisto Exklusiv 4, HG 440 gegen Supermondial 1-1. Das ist nicht aussagekräftig, aber interessant.